Mehrere Faktoren sind für ein erfolgreiches Simulationstraining entscheidend. Zum einen ist es natürlich ein gutes Simulationstrainerteam und dann kommt aber auch schon die Technik. Das heißt, gerade in den Trainings, die wir vor Ort in den Spitälern durchführen, ist es für mich entscheidend, dass ich mich auf meinen Simulator verlassen kann und aber natürlich auch zu 100% auf meine Audio- und Videotechnik. Jens ist damals in unsere Medientechnikfirma gekommen und hat seine Wunschvorstellung formuliert an ein perfektes Debriefing-System. Es sollte ganz einfach zu bedienen sein, es sollte eine exzellente Ton- und Bildqualität haben und es sollte mobil sein, also mit jedem normalen Auto einfach transportierbar und an jedem beliebigen Trainingsort ganz einfach aufbaubar. Wir waren sofort begeistert von der Idee, so ein Produkt zu entwickeln. SimStation ist ein High-End-System für Aufnahme und Debriefing von medizinischen Notfalltrainings. Die Anlage ist mobil und kann innerhalb kürzester Zeit an jedem Trainingsort aufgebaut werden. Kameras in HD-Qualität und 6 Funkmikrofone für die Trainingsteilnehmer sorgen für beste Bild- und Sprachqualität. Durch die benutzerfreundliche Oberfläche des SimStation Monitors ist die Aufnahme des Trainings sehr einfach zu steuern. Caroline, go! Bitte das Kind hier ablegen mit dem Kopf zu uns. Könnten Sie bitte eine Notfallkonserve organisieren? Okay, bitte stimulieren. Einmal frisches Tuch, dann wird ventiliert. Baby ist komplett weiß. Gut, dann fang bitte mit Herzdruckmassagen an. 1, 2, 3. Während ein Teil der Gruppe beim direkten Üben ist, wird das Training im Debriefing-Raum für die anderen Trainingsteilnehmer live übertragen. An der SimStation Recording-Oberfläche verfolgen die Trainer das Geschehen in Bild und Ton mit. Wenn wir davon ausgehen, dass 60-80% der Probleme, die in medizinischen Notfallsituationen entstehen, ihre Ursache in den Non-Technical Skills, also in den nicht-technischen Fertigkeiten, wie Führungsverhalten, Teammanagement, Kommunikation im Team haben, dann ist für mich der entscheidende Qualitätsfaktor eines guten Debriefing-Systems die hervorragende Übertragungsqualität von Bild und Ton. Umgreifen auf die Zwei-Finger-Methode? Genau, perfekt. Danke. Während der Simulation markiert der Trainer über die SimStation wichtige Ereignisse und gibt dazu über die Tastatur kurze Anmerkungen ein. Es stehen verschiedene Schaltflächen zur Verfügung, um typische Human-Factor-Ereignisse wie gute oder schlechte Kommunikation oder auch den Zeitpunkt von medizinischen Ereignissen wie Medikamentengabe oder Intubation zu markieren. Szenarioende, vielen Dank. Innerhalb kürzester Zeit ist das Projekt gespeichert. Dadurch kann gleich anschließend im Debriefing-Raum das Training in bester Audio- und Videoqualität aufgerufen werden. Beim Debriefing ist es wichtig, dass eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht. Da wollten wir, dass die Technik ein bisschen in den Hintergrund tritt. Deswegen haben wir das SimStation Debriefing-Tablet entwickelt. Das funktioniert wie eine intelligente Fernbedienung für den Projektor und unterstützt den Trainer bei einem effektiven Debriefing. Beim Debriefing analysiert das gesamte Team den trainierten Notfall anhand der Videoaufzeichnung. Die auf der SimStation während des Trainings gespeicherten Markierungen stehen nun dem Trainer am Tablet zur Verfügung, um die entsprechenden Szenen über den Projektor abzuspielen. Das Tablet bietet zudem noch die Möglichkeit, Dokumente wie Algorithmen und Checklisten auf der Leinwand aufzurufen oder auch Schulungsvideos abzuspielen, die so direkt ins Debriefing eingebaut werden können. Schon in Minute 2,45, da habe ich auch einen Marker gesetzt, habt ihr schon Zugang gehabt. Die Szene würde ich mir ganz gern mal anschauen. Die Nabelvene liegt. Geht leicht rein. Okay, super. Lässt sich aspirieren? Lässt sich schön aspirieren. Okay, wunderbar. Man ist ja so auf seiner Sache fokussiert und checkt halt die Dinge dann gar nicht, was so nebenbei passiert. Also dass zum Beispiel die Blutkonserve schon bestellt worden ist oder dass die Nabelvene schon da war, das habe ich so gar nicht mitkriegt. Also für mich war es total interessant, mich mal von außen zu sehen, wie ich auch wirke und wie das ist, wenn ich quasi Leuten Anweisungen gebe und was man für eine Selbsteinschätzung hat und wie das dann von außen betrachtet aussieht. Regelmäßiges Training kann helfen, Leben zu retten. Wir helfen Ihnen zu trainieren. SimStation. Mobilize your training.